Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus der Dickricher Hotelschule, der Ecole d'Hôtellerie de Tourisme, wie sie wel heißt. An dem Mann, dem die Schule diesen Namen zu verdanken hat, das ist der Direktor Michel Annas. Hi, hast du schon? Willkommen hier in der Schule. Wir sind froh, für uns können zu weisen, hoffentlich von einer guten Seite. Da gehen wir mal gucken. Ja. Ne? Ja. Ich habe logisch gesagt, der Name von der Schule, den hat für ein paar Jahre gewechselt. Wieso oder ist dafür das Idee? Ja, die Analyse war relativ schnell gemacht. Mir ist vorgestellt, wie viele Hotelschulen gibt es in Lützburg? Es geht eng. Wir schwätzen immer, der Volksmund sagt Hotelschule, nicht Hotel-Lycée und auch nicht Hotel-Lycée-Technik. Wir sind in Deutschland gegangen und haben immer festgestellt, dass die besten Hotelschulen noch Ecole heißen, wie die Hotelschule zu Lausanne. Und wir haben aber den Alexis Heck nicht wollten verdrängen. Und dafür haben wir die Restaurant-Applikation Alexis Heck genannt. An ihrem Motto von der Schule, den ist well, Striving for Excellence. Und ich meine, die will das Schule auch wirklich zu einer ganz größer machen. Wir haben uns vorgestellt, soll Lützburg eine normal durchschnittliche Hotelschule kriegen, die so am Fahrtwasser von der Moyenne lebt, oder will man etwas Gutes machen? Wenn man die letzten Initiativen von Lützburg so guckt, ob das eine Universität ist, ob das eine Mudamas oder eine Nationalbibliothek, wir wollen immer ganz gut sein. Und da fand ich dann, dass eine Hotelschule nicht an den Ruhe laufen und so, wir machen etwas Durchschnittliches. Dafür haben wir den Motto, den Leitmotiv Striving for Excellence geholt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht einen Fehler machen darf. Selbstverständlich zum Lehrer gehören Fehler machen und wir sind selbstverständlich nicht. Wie soll ich sagen, mir verzeihen selbstverständlich auch von den Schülern, etwas nicht direkt perfekt kann. Exzellenz ja, aber auf verschiedenen Niveaus, weil die bietet am Anfang ganz unterschiedliche Formationen. Richtig, das ist ganz wichtig, dass ihr da doch rauszieht, dass so als Schüler soll auf seinem Niveau gucken, das Maximum fertig zu bringen. Das ist eine Demarche, die an der Bildungspolitik auf vielen Plätzen praktiziert wird, soll auch praktiziert werden. Und wir haben ob das für ein DAP, ein Diplom d'Aptitude Professionnel oder ein Diplom de Technicien oder ein traditionell Premier oder der BTS, da soll alle Schüler auf seinem Niveau gucken, für das Maximum zu machen. Und das soll auch encouragiert werden von den Professionellen aus der Schule, den Professoren, aber auch den anderen, die am Encadrement sind, für das können zu machen. Was aber auch ganz interessant ist, die so zu den 100%igen Garantie, wenn ihnen herausgeht mit einem Diplom, für auch einen Job zu kriegen. Kann Ihnen so etwas überhaupt so? Das kann ich nicht so, wir stellen nicht fest. Aber für was stellen nicht fest? Wir ganz einfach als Schüler, die ein Diplom kriegen, die haben alle guten, à travers von ihren Stagen, schon Promesse d'embauche von ihren Patron geholt. So dass ich mal leben können, kann sie so, den Horeca-Sektor, den als Sektor, wo der 100%ig ein Erbisch fand, unter der Kondition, dass er schafft und dann ein Diplom kriegt. Weil viel man natürlich auch gesehen, wie an so einer Hotelschule geschafft wird, wie du den Alter rausgesagt, wie wir es proposieren, guck mal, ist das zusammen. Gerne, komm gehen. Gut. Die Ecole d'Hôtellerie de Tourisme zu Dickrich, das sind 300 Schüler, die ein Großoffer und Ausbildungsmöglichkeiten haben. Koch, Restaurateur, Hotelier-Restaurateur, Restaurant-Hotelmanager, er kann wirklich alle Berufe aus dem Sektor lehren. Und das auch wirklich ganz praktisch. Wir haben heute verwurzelter gemerkt, das passt gut an die Zeit. Mit einer ANSIEMS-T-Klasse haben wir noch mehr darüber angefangen, heftig zu erklären, heftig zu machen, heftig abgehen zu lassen. Meine Schüler sind am Gang, die zu backen. Und wir sind am Gang auch die unzurichten, weil um 11:30 kommen Schüler an das Selbstservisieren. Und da muss uns das ja auch brett sein. Also sind wir an einer weiteren Patisserie, wo ein anderen das ja gemerkt wird. Und das ist ganz normal nur zu vollziehen, weil wir hier nicht nur eine Klasse haben. Wir haben über 20 Klassen an dieser Schule und wenn wir für die ganze Community skolär kochen, also doch so, dass wir es meistens fertig bringen, nicht nur ein Dessert, mehr zwei oder drei Desserts zu machen, auf Funktion von dem Schulprogramm, den dann umgesetzt wird. Wie ihr seht, muss ich den Teller nicht mehr schön proper machen, bevor sie bei den Klienten gehen. Das ist eben nicht ganz professionell, wie gesagt, für unter allem haben wir Kakaopulver drauf gemacht. Das fliegt natürlich ein bisschen überall.
Mit das am großen Ganzen, Hygiene als Vereis natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur den Teil, der bei den Klienten geht, mehr de manière générale, als einfach Hygiene und auch natürlich Sicherheit, die ganz wichtig sind bei uns hier an der Schule. Auch an der Kitchen passieren all der anderen Klassen, die hier auch immer einen Plan lehren. Sie kriegen am Vierfeld schon das Menü von der annonciert, für das sie sich präparieren können. Und dann den Tag selber kriegen sie um iPad Rezept affichiert und haben 3 bis 4 Stunden Zeit, das Ganze umzusetzen. Und unter strenger Bewahrung vom Prof wird so für den hausinternen Restaurant geschafft. Mein Name ist Gilda Leclerc, ich bin seit 10 Jahren Enseignant hier am ÖHTL zu Diekrösch. Wir arbeiten heute mit einer Klasse von einem 3TP-HO, das ist ein Regime-Technicien. Sie sind am 2. Jahr und die Destination ist mehr für am Tourismus oder weiter nach an der Branche zu arbeiten. Martinen hat heute dann präpariert ein Nemo-Legume. Mehr im Stil Bonbon-Haut, serviert man eine Sauce aigre douce, eine kleine Salade frisée. Und als Plat und sie dann ein Pot-au-feu, traditionell französisches Gericht. Seit 2 Jahren haben wir die Chance für 2 neue Formationen anzubieten. Und zwar hießen die einerseits Gestion de l'Hospitalité, die Formation feiert zu einer normalen Premiere. Die zweite Formation ist die von einem BTS, einem Brevet de Technicien Supérieur am Hospitality Management. Und die versteht, die erste Formation, die zur Premiere feiert, die ist mehr französisch, lastig, Gestion de l'Hospitalité. Und dann switchen wir rüber an die international, aber mehr präsent Sprache vom Englischen, den Hospitality Management, das sind Kuren, die zu 60-70% auf Englisch schlafen. An der Hotelschule geht also nicht nur gekauft und serviert, haben die Geno-Formation noch ganz theoretisch Kuren, für die zum Teil auch externe Konsultanten rübergezogen, wie Carlo Kravat im Heigesinn, den Lovell Center 5 Jahre Kommunikation und Marketing enseigniert. Für und allem aber müssen alle Schüler aus der Hotelschule Stage machen, und das von Anfang an. Wir haben von geholt dann die klassische Formation vom DAP und dem DT. Das sind jeweils 10 Wochen Stage zwischen Mitte und Ende August. Dann haben wir ganz neu als Techniksklassen, da also ein Schnupperstage von 3 Wochen, Ende Juni bis Anfang Juli. Und dann natürlich ganz neu als BTS-Klassen, die das Woche genau angefangen haben am Stage für 4,5 Monate. Natürlich, wenn sie dann hier Jahre gemacht haben und sie eine große Selbstständigkeit an, sie kriegen automatisch hier Platz, sie wird hier am Land oder im Ausland. Über 50 Jahre geht die Hotelschule zu Diekrösch schon, aber die Ausbildung ist nicht stehen geblieben und die Schüler, die hier rausgehen, haben tatsächlich Möglichkeiten, überall in der Welt im Bereich von der Restauration und der Hotellerie Fuß zu fassen. Auch wenn der Nummer-Alexis Hengelo und den Applikationsrestaurant 4 Uhr gerichtet gehen, so muss die Schule dem Tourismus am Land, also noch immer weiter nach draußen, all eher. Die Hotelschule, die ist nicht mehr von Diekrösch wegzudenken. Es geht nicht so wenig wie die Diekröscher Kavalkade, die dieses Jahr übrigens große Geburtstag feiert. Für rund 150 Jahre wurde der erste Cortège hier zu Diekrösch durch die Straße gezogen und sind Ende 70er Jahre Gittesen vom Verein Dieslen aus der Sauerstadt organisiert. De Sandro Demola, langjährige Präsident von den Eseln aus der Sauerstadt, hält als Mann auf dem Platz, wo die Eseln einmal an der Woche zusammensitzen, für die Kavalkade vorzubereiten. Im Gehen von all den Kavalkade-Motiven und den Kapen, über die Jahre aus dem Mundschuss zusammenkommen. Genauso interessant als der Woche am Stock, da wo die Kamellen und Chips angesperrt sind, die werden 2020 verdeelt gehen. Und nicht zu vergessen, wo auch die Allkostüme vom Verein versucht gehen. Die Hallhei vom Reis befanden, also etwas wie das Konservatoire von der Kavalkade-Geschichte. Am liebsten habe ich effektiv die Kostüme, die wir am Moment haben. Das ist der Frack, das ist relativ elegant. Ich möchte etwas von einem kleinen Dompteur raus, das ist ein bisschen mehr verspielt, weil er rot ist. Aber auch mit dem Zylinder, das ist das, was Diekrösch an sich überall ausmischt. Wir haben alle Diekrösch, alle Seherei, wir haben die alle Kirmes, wir haben alle Längseriert. Und den Zylinder ist eben halt von früher. Und den stellt er doch durch. Also verbannen wir uns Vorsicht. Und wir stehen uns ein bisschen raus aus der Masse, das heißt Vorsicht, hier am Land.
wo sie Schöffelscher unhun oder auch wie in Deutschland, das heißt, die Schöffelscher wieder teilen, was man früher hatten mit dem Gebimmelstor, wo man aber Haut als einen traditionellen Zylinder hat, den auch relativ flott ist, wenn man mal ein Kind ausland geht. Die größte Spannung ist aber immer die, wie man wird in Venus gesehen. Lange trug geschafft, aber bis zum Schluss alles geheim gehalten, auch an diesem Jubiläumsjahr. Die Spannung, die klemmt so los, denn nächste Sonntag dann also soweit, dann also um 14:30 an der Gilsdorfer Straße zu Dickrich, denn die Paar von der 41. Kavalkade. Auf hier schon ein Lobessen anzustimmen, heute noch einmal die besten Momente vom letzten Jahr. Soweit also zu der Kavalkade 2019, 2020. Da geht aber ein kleines Schöp beigelöst. Dann ist ja der große Anniversär. Und dafür und wir sind aus der Sauerstadt sich etwas ganz Besonderes aufhalten gelöst an ein ganzes Programm rundherum, die eigentlich Kavalkade organisiert. Der Präsident Sandro Demola aus dafür die letzte Zeit ziemlich viel um Deal gewischt. Der SD-Präsident Sandro Demola und Direktrice vom Geschichtsmuseum Karin Walter machen dieses Jahr für die Stücke gemeinsam Sache für die Vorsitz. Am Kulturhaus vom Museum soll nämlich das ganze Programm rund um die eigentliche Kavalkade zusammenkommen. Nicht nur am Museum, auch für unter Tier spielt sich das ganze Programm auf. Und fängt davon, als ob fetten Donnerstag den traditionellen Kannerradli, wo die Kanner an einem Workshop für gewinnt hier Maske basteln, hier aber sollen sie es auch direkt können ausprobieren. Also, wenn wir 150 Jahre Dickricher Kavalkade feiern und wie dass wir das nicht einfach so wollen en passé gehen lassen, haben wir ein Buch editiert und aus dem Buch raus wollten wir eine kleine Zusammensetzung weisen, hier an einer Ausstellung eben die Fußzeit, wo wir das auch ein bisschen an die großen Bilder gesehen und ein bisschen nur verfolgen, was ob die 150 Jahre als es wirklich eben halt geschieht das. Ne? Ja, auf ihr Eis, das ist super agin, weil dir mit dem flotten Datum kommen sind, den 20.02.2020, was natürlich genial ist. Was auch immer flott, weil du bin Donnerstag halt, wo man dann tatsächlich auch konnte in ein Atelier an dem Do-Kader anbieten, weil man alle Jahre so ein Fuß-Atelier haben. Und das war eine super Kombination. Und man sagt, yes, das machen wir. Ja, und darauf hin sind dann eben verschiedene Ideen entstanden. Mhm. Und zwar an dem Sinn, dass wir nur dem Atelier können hingehen an die Dickricher Kanner hier invitieren für eine kleine Kannerfußparty, wo wir Klonen da haben, die Animation machen, Musik da haben, natürlich auch ein Kontor für die Eltern, falls denen ein bisschen zu lang gehen. Wie gesagt, das ist etwas Hand an Hand, für dann Zeit auch ein bisschen zu verbringen, bis eben da noch zum Vernissage, zu der Ausstellung, die wir um 6:30 hier am Haus haben. Das ist dann den offiziellen, seriösen Teil, wenn ich das den da so kann sagen. Und das ist natürlich ein Vernissage, wie immer, außer dass auch die Gäste ganz gerne dafür verkleidet sind, wenn sie kommen. Ja, natürlich. Ein Vernissage auf fetten Donnerstag ist nicht alldach der Fall. Nee. Ich meine, das ist eine Sache, du ansetzt, du leidest den Ball auf der Hand, da sind sich Kind verkleiden. Und da sind auch gut nicht dumm gucken, wenn man als Klon oder als sonst irgendetwas, sogar als Esel, der wir kommen. Das ist gar kein Problem. Wir haben natürlich da draußen ein Zelt oder vier gesehen, wo viel Action dran ist. Und wo Musik dran gemacht wird. Und auch das lohnt nicht einfach ein Zelt. Weil du draußen so steht, wir können auch noch einen hölzernen Boden dran, ich kann hier noch richtig gut drauf tanzen. Und das ist alles geplant für einen flotten Ofen zu. Ja. Ja.
Und wir denken, dass das wirklich richtig spannend und memorabel Tag wird für die zwei Parteien. Für das so ein mega Event für ein Kavalkade auch richtig über die Bühne geht, muss das ganz natürlich lang am Voraus organisiert gehen. Der Zuschauer muss gesucht gehen, der richtige Auflauf muss geplant sein und da muss für alle Macht Feen gebaut gehen. Wenn dann um einen kurz vor und davor sind alles fertig ist, dann ist die große Vorsendversammlung angesucht, wo all die zusammengerufen gehen, die werden dann auch an der Kavalkade bedingt sein. Drei Wochen 400 Dekrischer Kavalkade an der Halle wurde der Sitz vom ESDS. Der Organisationskomitee hat heute all die Beteiligten vom Cortège für ihre letzte Briefing zusammengerufen. Schwenke Versammlung, das kann ja ganz wenig ähnlicher sein. 2019 war es auf der Dekrischer Kavalkade zu einem Tischfall gekommen, wo ein junger Mann von der Konfettikanone profitiert hat, für einen Bix durch die Leute zu schießen. Es war wohl alles gut ausgegangen, aber dem Präsident geht das nicht durch. Und ich will doch öffentlich sagen, zu nämlich einer Leute, die es gesehen haben, NRW, die auch wissen, von wo es gekommen ist. Und ich meine, der hat letztes Jahr 250 Euro aufgezogen. Und das sind Sachen, die akzeptieren wir heute zu dicker Schnitt mehr. Heute sind wir froh darüber, weil wir können mit Stolz behaupten, nicht die Ehels am Land zu sind, weil viel drin, wo auch an der Stadt denken, mit Stadt hat, weil ein mit dicker besteht immer noch. Ne? Und das soll auch die nächsten Jahre so bleiben. Die Dekrischer Kavalkade ist bekannt für ihre strengen Regeln. Und das soll auch so bleiben. Mit darum stört sich hier auch kaum ihn. Die strengsten sind wir nicht, dass es streng ist. Das ist einfach, sie machen so, wie sie es gerne haben. Und die Leute, die es nicht machen wollen, wie sie es wollen, da sollen sie daheim bleiben. Wenn sie keine Lust haben, so wie machen, wie der Komitee sieht, dann bleibt daheim. Und alles gefällt doch so, wie sie es sollen. Wir hatten noch nie Probleme damit. Und damals kann es dann zum eigentlichen Teil vom Tag gehen. Die Gruppen kriegen hier Startnummer mitgedeelt. Die CD von dem neuen Lied, das extra für die Kavalkade geschrieben wurde, wird verdeelt, sowie auch die Entrees-Bannerschaft für alle beteiligt. Für allem aber gibt es für jede Regel noch Kamellen für zu verdeelen und dabei ein paar Bixen für beim Schaffen nicht zu dichtern. Viele von ihnen haben sich schon lange Jahre auf der Wien dabei und auch immer gern. Ich weiß nicht. Schon ganz, ganz oft. Und immer muss er dabei sein, das ist so schön. Ja, wir müssen als Dekrischer Musik muss ich zu Dekrischer immer dabei sein. Am Anfang haben wir immer gespielt, Musik. Und seit ein paar Jahren gehen wir eben zu Fuß mit. Und das ist auch ganz schön. Die Beste aus dem Land. Weil, ja, wie ich so, das ist eben alle Menschen. Das ist auf den anderen Kavalkaden nicht. Heute zu Dekrischer treffen sich alle Kollegen bei ihnen. Es sind lauter Bekannte da. Wir kommen noch gerne, wir machen uns extra nach ein paar Stunden für drüber reden, wenn wir sicher sind, dass wir dickerisch ganz pünktlich da sind, dass wir alles dabei und dass nichts schief geht. Es geht immer wie schön, weil sie mir Spaß haben, für den Strand zu machen, weil die Preise hochgehen. Dafür machen sie ein bisschen mehr, aber wenn noch ein bisschen schön weh dabei sind, die eben die Sporen in die anderen. Dafür machen wir das schon auch. Dafür auch immer Kamellen, dass sie das dann rausgehen. Wir werfen auch noch mal 3-4 Tonnen raus. Und da trennt ihr jetzt schon für einen zu kommen. Muss ein bisschen Spaß bei. Die Dekrischer Kavalkade ist einfach etwas Besonderes. 150 Jahre Kavalkade. Das soll aber extra in Erinnerung bleiben. Und dafür ist nach dieser Sommer ein Spezial-Event geplant. Nun, wo trägt das Jahr ausheben für die 150 Jahre? Dekrischer Kavalkade haben wir gemerkt, wieso nicht mal am Sommer ein Fußball zu machen. Da kann alles nicht sein, dass wir die Piraten heute zu Dekrisch an der Seherei. Und ich denke, da kriegen wir auch etwas auf Bein. Wie weiß, wenn der Erfolg ist, geht, feiern wir dann vielleicht weiter. Aber wie weiß, also Bürgermeister, die lenkt auch vielleicht ein an, für einen Sommerkavalkade zu machen. Zu Dekrisch ist also alles bereit für die Fuhrsend, wenn die große Kavalkade gesucht ist. Die einen, die feiern auf der Straße, die anderen, die sind auf der Straße, weil sie kein Dach über dem Kopf haben. Gerade am Winter ist das eine gute Geschichte. Glücklicherweise gibt es aber Leute, die ihnen helfen. Zum Beispiel der SPL Straßenengel. Die Gründer von ihnen
Eman vun Dikrech. Mët verrowend Bounewecht, Strossenengle Max Ricardo, Stefanie, Gael a Luc, kurz virun engem Ersatz. D'Strossenenglen, dat ass eng Assoziatioun vu Freiwëllegen, déi den Dikrecher Luc Lauer virun 2 Joer gegrënnt huet, fir Leit an Nout op der Stross ze hëllefen. Die Leit, die liewen op der Stross, die hu kin dariwwer im Kap, a mir verpflegen se mat Essen, mat warmer Zopp, mat warmem Kaffee. Wir gucken natürlich auch nur den Leuten gesundheitlich. Wir schaffen zusammen mit Médecins du Monde. Und da ist immer ein Problem, wo wir da haben, die noch krank sind. Da gucken wir natürlich mit einem Doktor zusammen. Oder wenn wir sogar müssen, wir müssen sie hospitalisieren. Da gehen sie hospitalisiert. Voilà. Hier haben wir mal Zoppen, die frisch gekocht sind. Das ist frisch gemäß Zopp, hier ist Tee. Da haben wir den Tee, den Kaffee haben wir schon mal reingestellt. Dann haben wir Avendüren von Bäckereien. Das heißt, alles, das wird ein Dachtisch verkauft, das gehe ich dann oben sicher mit meinen Leuten. Und dann räumen wir das auf. Und dann haben wir das direkt mit Reis auf die Straße und distribuieren. Ich die Tabe auf ihrem Tour haut, dass eine Familie allerdings nicht auf der Straße lebt. Zusammen mit dem Lions Club. An ihrer Bank weil im Hotel liefern Strossenenglen nämlich auch fertig Lunchboxen für Familien, denen es nicht so gut geht. Wir kennen das schon mittlerweile. Je vais vous apporter avec, alors on va voir. Ça va? Ça va. Okay, alors je vous laisse. Merci. Da wollen wir noch an die Töverstadt gucken, an Großgas. Da haben wir daheim so ein gutes Dosen bis 20 Stück. Da wollen wir drüber, wie es wieder ist. Da kann doch sein, dass es anders ist. Aber wie gesagt, wir wollen mal drüber gucken. Elo also geht es an die Herz von der Stadt, do wo am da fleißig geschoppt geht. Aber schon ihr sie an der Großgar so kommen, von den Straßenengeln immer am Gang von einem Geschäft. Hallo. 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 Novent. Novent. Will da etwas zu essen? Kaffee, Zopp? No, thank you. No, thank you. No? Do you speak English? Oh, okay. Okay. We let you. Den du dich schläft, der Tee steht Welt nicht. Das ist auch echt schon ein Neuer, dass du das in England hast. Wir haben ihn noch nicht gesehen. Also für dich kann ja, dass man einfach nicht tun. Aber der Tee ist aber, dass wir, wenn wir mit in Freitag kommen, dass wir dann aber auch noch gucken. Wir gucken meistens Mittwochs Freitag. Also Samstag, Sonntag sind wir auch hier. Dafür wir gucken aber, Alkeas auch noch Neu-Ukommlingen. Okay. Ja, fahren wir weiter. An der Großgas? An der Großgas selber, da kommen die Leute direkt auf die Wohnung von der Straßenengeln durch. Sie sind auch froh, sie werden noch bis so gut wie meines Mittwochs frei ist. Wenn wir nicht kommen, dann haben wir den Max, den dann aber Bescheid sieht. Wir können nicht kommen, wenn ein Auto futti ist oder wenn wir so eine Person mit. Das ist meistens, wenn wir einen Ausfall haben, dass wir nicht können fahren, dann ist es effektiv, der keine Force Majeure, dann ist es um Auto, wo es hängt. Also ist nirgends. On a du café, du soupe? On a des petits pains pour manger, on a du pain, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux si vous avez un sac à couchage? Un sac à couchage, oui. Oui, ça j'en ai. Die Mann hier kennt für einen Schlafsack einen Rucksack zu kriegen. Für Dengle kein Problem, dank einer Kollekt von Leuten, die am Service Tetra von einer großen Bank arbeiten. An einen von den großen Besuchern entdecken, wie es ein Gespräch durch den Glück an dem Ricardo auf hier geht. Nur, dass es geht, auch die Gefahr, dass ich nicht in den Schuh greife, das kann auch sein. Ja, das sind da viele. Du musst auch erst immer mal so aufpassen, dass es keine Schuh greift, sondern nicht. Ne? Das ist der Hauptgrund. Das geht und plus. Fichtigkeit. Also, muss gucken, dass du immer noch da warst. Du schläfst so, schläfst du mal deine Mann oben, mal für zu gucken, dass. Ja, das sowieso, ja, du bleibst immer mal direkt wie die Mauer. Das Kind ist überfällt oder so. Ja. Doof, wo so am Dach da ja wohl verkauft wird, sitzen jetzt die Arme von Lützeburg. Der Mann hier weist mit Stolz auf sein Daheim, was hier noch mit Hofer proper hält. Dank der Straßenengeln fühlt er sich gut abgehoben an dem reichen Lützeburg. Ici dans le Luxembourg, qui est si riche, hein? Qui est si riche, hein? Mais je trouve ça pauvre. Hein? 2012, ici. 2012. Dans la rue. Vous êtes déjà ici dans la rue. Et c'est aucun qui vous reprend. Eux, ils ne te donnent pas d'adresse, ils ne te donnent pas de travail. Pas d'adresse, pas de travail, pas de travail, pas d'adresse. Ouais.
Situationun mat den Leiit, die sech op der Stroos ophalen, die lo op der Stroos liewen. Et ginn der méi. Et ginn der effektiv vum Mound zu Mound ginn der méi. Saisonal giwe soen am Summer sind der nach film méi, well du kommen se zum Meis an Driwer wie Jo am Wander. Sie erhoffen sech haier Lëtzebusch, dat dat Land ass vun hunnech fléist, wat der vergënnet wower ass. Well hai a Lëtzebusch hunnch Reis von Gedalle Schei geschwert. An am Fongeholl, wann ech heide Mise op der Stroos gesinn, den ech scho jahrelang hai gesinn, kann ich gönne zu, dass der Lützburg so recht Land ist, wo man die anderen Seite so viel mit auf der Straße sein. Also da geht irgendwo etwas nicht ab. Das Setz von den Straßenengeln sind für viele Leute nicht nur ein Froh von ihrem Leben, sondern auch ein von Menschen wird, die sie können abbrechen da halten. Voilà. Ich kann erzählen, dass ich den Herrn schon ein bisschen lernen kann. Glück, einfach Glück. Voilà. Ja. Und dass mir schon ganz viel geholfen hat. Punkto Kleider wie Essen, super Zuppe, wo sie wohnen. Und dann haben wir auch den Mats. Die vielleicht nicht von Lahina kommen, aber Mats habe ich da von ihnen. Top, wie du gesagt hast, kriege ich Zuppe von ihnen. Voilà. Und das ist genial. Warm, aber gut. Und also erst gesagt, sehen wir schon schon Kleider, wirklich alles an Top-Qualität aufpasst. Das ist der Beste. Das muss wirklich genügen. Trotzdem, die ganzen Ansätze, den die Benevolen an ihrer ganzen Freizeit abbringen, kannst doch. Dafür sind sie absolut auf Dorn aus der Population gewiesen, auch finanzieller Natur. Wir machen ganz viel Abrufe über Facebook, über Kollegen, die uns unterstützen. Machen wir ganz viel Abrufe, wir brauchen ganz viel Decken, Schlafsack brauchen wir. Wir brauchen noch Fanta-Jacketten. Wir haben natürlich Eisfuhren, die kriegen wir von der Stimme von der Straße, wenn wir mit denen zusammen arbeiten. Wir selber, wir machen dann noch Zuppen an den Kaffee. Natürlich war doch ganz, ganz wichtig, dass das die finanzielle Wolle. Wir haben rund momentan zwischen 16.000 bis 16.000 Euro frei im Tier. Dass sie viel suchen, wenn ihr bedenkt, wie man die Spenden hat. Auch wenn es schwer ist, Spenden zusammenzukriegen, der Luc wird sich auch in Zukunft mit seiner Equipe ersetzen für alte Leute auf der Straße. 15 Jahre lang hat hier vier und seine Arbeit als Straßenengel auch privat bei sich Leute ihm abgeholt, andere mit Leben zurückgebracht. Und das ist auch der eigentliche Bild von der Arbeit: Kontakte aufbauen, Vertrauen gewinnen und weiterhelfen. Allez! Alors, à vendredi, hein? Le pantalon de ski. C'est ça. Allez, ciao, ciao. 1964 ist heute zu Dickrich den HC Nord, den ersten Handballverein am Norden vom Land gegründet. 1969 muss sich den Handball, der Festverein und der Volleyball von Dickrich zusammengedauert, für den Chef, den Cercle Handball Eskrim Volleyball zu gründen. Aus dem HC Nord ist dann den Chef Handball Dickrich, der bis heute einzig großen Handballverein am Norden vom Land, den übrigens ein exzellent Frauen-Equipe hat. Die Dickricher Handballfrauen in Januar kurz vor ihrem Championatsmatch gegen Daverding. Schon beim Abwürmen merkt ihnen, dass die Kippers in Form auf voll Power für bei den Titeln so richtig aufzuräumen. Und das ist auch nämlich weit weg. Tallefinal an der Kopf, der 27. Februar, an der Kopf steht für die Hälfte. Oh, Dickrich! Oh, das ist mein Gemälde, das ist jetzt auch richtig gut angefangen. Und natürlich ist wirklich mega motiviert, dass wir den E-Match gegen Kärchen gewonnen, auch Kuplo, Simona dabei. Also, wir wirklich, das ist auch wirklich Chance, selbst zu gewinnen. Und ich meine, das ist mir genug, dass wir wirklich motiviert sind. Also, die Stimmung ist momentan wirklich super. Auch wenn wir noch viel gewonnen haben, die Saison, wir haben noch eine neue Ausländerin. Wir hatten eine Equipe, die von kleinem an viel gefordert hat. Wir hatten eine gute Trainerin. Und ja, dafür spielen wir oben mit. Und wir spielen als Equipe zusammen. Und, ja. Das gleiche Halbfinale von der Coupe sind aber ein bisschen aufgeregt. Ja, genau. Also, da sind immer aufgeregt, muss an der Coupe zu spielen. Das ist immer etwas Extras. Und, ja, es wäre einfach schön, noch einen Titel eben zu gewinnen. Auch an der Partie gehen die Verdinger ab den Chefhandballfrauen direkt richtig und machen Egol nur anderen. Keine Ausnahme, weil hier Leistungen übertreffen schon lange Zeit die von den Männern, wofür es für allem zwei Ursachen gibt. Wir haben eine enorm gute Equipe
zusammen eine Equipe von Mädchen, die sich ewig kennen, die schon ewig zusammen spielen. Wir haben die richtige Mischung an der Equipe. Und ja, da haben wir dann eine gute Chance. Auf der anderen Seite ist es auch noch nicht so, dass am Land bei den Herren gesagt wird, da wird ganz viel mit Ausländern abgerüstet. Und das geht bei den Damen noch nicht so. Und da kann ich wirklich mit einer guten Equipe, mit eigenen litauischen Spielerinnen, noch wirklich oben mitspielen und mit ein paar Ergänzungen ausländischer Spielerinnen. Dann kann ich da eine kompetitive Equipe stehen. Und das haben wir die letzten Jahre gehabt. Und dieses Jahr greifen wir eben dann noch den Titel an. Dafür sollen die Herren aber noch nicht von null lässig gehen. Der Gründer vom HC Nord, der noch heute noch immer alle Matcher gucken geht, bedauert es auf alle Fall nicht, dass Finanzen heute das eine immer mehr große Bedeutung haben. Also die Zeit, wie wir den Club gegründet haben, so gut bei den Damen, später hin, bei den Jungen, können wir nicht bezahlen. Trainer sind nicht bezahlt, die Deplacemente, als Schuss der Benzin schreckt bezahlt, die an das Fahrrad. Für den Rest wird es nicht verrät. Sie haben sogar ein Trikot selber bezahlt. Wenn man nicht mehr wie schön, kann ich zwar so, für alles wie schön wie früher mit das und früher, das haut auch besser. Den Handball ist besser. Auch Chef Fran, 100er Zwischenzeit hier ausländische Spielerinnen, Rumänin Adriana Stajku und Estländerin Alina Molkova. Wie weiß, vielleicht steht sich schon nach vieles an puncto Finanzen bei den Frauen. Chef Damen auf alle Fall schlagen sich auch so wunderbar, aber haben sich heute am Championat 34-28 gegen die verdient. Auch zufrieden vom Bayermeister. Also ich denke, in den letzten Jahren sowieso haben wir die Relevi verholfen den Herren. Mit Herren sind auch noch relativ stark. Sie sind noch am Playoff in der Nationaldivision. Die Damen sind gut. Klar, was gut gefahren. Also momentan kann ich als Präsidenten von der Stadt Dickrich richtig zufrieden sein, was am Club geschieht. Und als freier Handballer natürlich auch. Für die Frauen gilt es nur einmal nach Deckgaskin für das Halbfinale an der Kock mit Bestleistung zu meistern. Wollt auch ihr sie im Februar unterstützen, da könnt ihr euch auf office@chef.lu ummelden und am Supporterbus mit an Kock fahren. Für Trommeln und T-Shirt ist das Licht. Zum Schluss von unserer Emission haut wir euch mit an ein ganz spezielles Geschäft zu Dickrich, für den sie wahrscheinlich nicht dags im Land zu gesehen kriegt. Der Nostalgikum, den entfeiert den Bussen an einer anderen Welt. Oh, moin! Herzlich willkommen an der Länge Boutique. Hey, komm mal ab! Komm mal ab! Es ist der Gilles. Moin! Ich hatte immer einen Faible für Brokanten. Und du hast das eben so gemacht. Und wenn das geschafft hat, freigehen hast du mir dann decidiert, wie heute Stücke schön zu fangen. Das war pur ein Zufall. Das ist ein bisschen eng geheim. Wir haben kein Geschäft, was mir groß war, muss ich zentral leihen. Und das war den Inzweck, den er am besten gefallen hat. Und vielleicht muss ich ein bisschen planen, aber das tut doch sehr Scham. Wenn ich irgendwie muss immer aufpassen, für ihn nicht auch umzugehen. Und hier spezielle Sachen, wo viele Klienten die extra Sachen sichern. Hier zum Beispiel ein Bärer Likör, die früher an der Postkutsche hin und her gefahren gesehen. Und das finde ich auch doch ganz rar. Aber hier haben gewisse Klientel so Objekte sichern. Und dann oben die Gläschen, als in der Kirche, das steht immer an einer Heier, an einer Villa, an der Entree. Das sind so spezielle Objekte, was trägst du so Gesicht aus. Dickrich ist so ein schönes Städtchen. Und da den sich direkt voll fühlt. Ich kann mich erinnern, dass das mein Associé ist. Und ich helfe von ihm, dass der George Stür. Wir feiern da schon 10 Jahre, und am 11. Jahr sind wir schon hier. Und das ist eine ganz flotte Ambiance hier zu Dickrich. Wenn man da zusammen denke, ein Gericht, und dann geht es kochen, dann steht in der Boutique. Oder er kocht, dann macht nicht die Boutique so. Oder er geht mit einem Klient raus und ein Auto zu liefern oder so. Das ist immer, praktisch immer ein Hai. Und wir machen immer von Dienstag, Mittwochs, Mitte Sonne, von 11 Uhr an bis Samstag oben, sind wir dann ab. Mindestens das zu, dann hast du ein dickes Film raus. Ich wollte immer eine Boutique mit meinen Eltern, wenn ich mir da gehe, gehst du arbeiten.
wie dat dann so ass an lo an der Pensionun hun selbst misiste machen. Ich hunch nach gut fir bis an der Leiize sinn an so, well die Ambiz ha immens ass. Du isre haier gelieft. Amelf Di hai amës e ganz Friden am dat huet gut entwickelt hai an Dikrich am misset dat doch gënnet. An dummer zo nëchech fir hautmoll Ädi mé gesinn eist an Rëm am März, wo man eimmol op Dii ganz vusinn zréckkucken, fä Dir Sto alles a Wädelo, dat gesit allo direkten Renkke am Detail am Agenda. Matt gut, feiert gut, net zuviel. Ob ich's geschwätzt. Vorsicht 2020 zu Dickrisch geht den 20. Februar fetten Donnerstag am Kulturhaus aglaut. Mit einem Kanner-Workshop zum Thema Masken, den Dono an einer Flott-Kanner-Fuss-Party an einem Zelt hinter dem Kulturhaus übergeht. Um 6:30 Uhr ist dann das Banon vom Kulturhaus de Vernissage von der Expo 150 Jahre Dickrischer Kavalkade angesucht, wo auch das entsprechende Buch an das Neid-Fuss-Lied vom RSD 4 gestaltet gehen. Die dann immer noch nicht genug haben, die invitierten Dickrischer Fußball-Döne auf dem traditionellen Altweiberball an der Dickrischer Stufe. Den Drachtrop Overstern an der Alaseerei, aus der bekannten Hippigsball, am Samstag mittags auf der Selbststadtplatz der gewinnte Kannerfußball. Am Sonntag, den 23. Februar, aus dem 14:30 an der Gilsdorfer Straße die größten Depart von der Kavalkade, die gegen 17 Uhr an der Alaseerei oben angeht. Nur der Preiseverrichtung, wo die flotzte Wehen ausgezeichnet gehen, ist natürlich auch heuer um der gewinnte große Fußball gesucht. Wenn die Fuß in der River am Samstag, den 29. Februar, auch nach Burschbrenner Lunch ziehen, da kann es sich schon bald um die Freie freuen. Und um die Fische. Damit La Pêche invitieren dafür alle Fischer und auch Nicht-Fischer auf ihre flotte Salon La Pêche den Weg vom 7. März an der Alaseerei, wo in 2 Tagen lang alles über diesen Hobby gewurbelt. An der Aller Kirche ist der 7. März im Erdauer Oves ein Konzert von der Dickrischer Choralsängerbund programmiert. Heuer Menü stehen aber nach einmal mehr wanderlich klang. Mit Extrien aus Hirsch und Wander vom Heiden Sänger für ihre Jahreszeiten.